Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute aus Döbrig von der Fastnacht. Wetter ist wieder top. Da kann ja nicht viel schief gehen. Ja, mal sehen, wie hier die Stimmung ist. Viel Spaß. Hier gibt es für dieses Pärchen erstmal gleich eine Ehrenrunde. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie bereits seit 10 Jahren in der Jugend. Naja, und das muss natürlich gefeiert werden. Danach gab es erstmal einen Damentanz. Jetzt werden auch die Herren mit einbezogen. Auf geht's mit dem Besen voran. Den Winter brauchte man hier nicht mehr auskehren, denn wir hatten bereits Frühling. An dem Tag waren es um die 20 Grad. Da kam ich ganz schön ins Schwitzen. Es ging aber erstmal bloß um die Ecke, denn hier wurden die Bilder gefertigt. Dann wird sie nicht in die Tasche greifen, kann man die Moneten sehen. Einer mit so ihren Klappen. Dann ging es aber richtig los. Einmal durchs komplette Dorf. Das war schon eine ziemliche Strecke und der Weg zog und zog sich. Wenigstens sorgte die Kapelle ihr für ordentlich Stimmung. Mit den Paaren ist ja hier noch nicht allzu viel los, aber das wird sich hoffentlich noch ändern. Hier sind wir gerade mal an der Kirche. Das ist noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Musik.
alles noch so ruhig und gesittet. Das muss sich aber noch ändern. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind es 19 Paare. Also ein guter Durchschnitt. Immerhin macht hier bloß die Jugend mit. In manchen Dörfern macht er ja alt und jung zusammen. Dann sind natürlich mehr Paare. Gefühlt einer Stunde und 5 Kilometern hatte man es dann geschafft. Man hatte das andere Ende des Dorfes erreicht. Hier wurde erstmal die Kreuzung belagert. Für Fahrzeuge war hier erstmal Endstation. Und hier haben wir ihn wieder, den Häuptling der Indianer. Genau, schön die Röcke fliegen lassen. So muss das. Dann ging es zum ersten Grundstück. Auch hier mussten Gäste und Besucher draußen bleiben. Dasselbe hatten wir ja schon mal in Skado. Auch hier gab es 2 Herren, die darauf aufpassten.
Auch hier gab es ein Ehrenründchen für die Sponsoren. Naja, natürlich auch ein Schnäpschen. Dann ging es aber auch schon weiter zum nächsten. An dieser Stelle gleich mal Grüße an die Gruppe Na Und. Die sorgten hier für die musikalische Stimmung. Und die Jugend kommt auch langsam in Fahrt. Jetzt wurde ich schon wieder fast umgerannt. Manchmal ziemlich gefährlich bei euch. Ja, wo langt denn nun? Könnt ihr euch mal entscheiden? Anscheinend nicht wirklich. Aha, Navi funktioniert wieder. Genau, meine Kamera winken. Hier gab es jetzt eine Schweigeminute für die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Dann ging es aber auch gleich weiter. Alles immer noch so ruhig und gesittet.
ruhig ein bisschen ausrasten. Sieht doch keiner. Auf geht's aufs nächste Grundstück. Natürlich fragte ich immer nach, ob ich filmen und fotografieren darf. Versteht sich von selbst. Auf der Straße war manchmal mehr los als auf dem Grundstück. Die zwei legten ja mal eine richtige heiße Sohle hin. Und die Sonne schien. Mit dem Wetter hatten wir also wieder Glück gehabt. Wie gesagt, wir hatten um die 20 Grad. Hier ging es in die alte Schule. War quasi Halbzeit. Hier konnte man jetzt auch ein bisschen ausrasten. Man war ja unter sich. Naja, und ich bin gar nicht da. Kommt man in Schwitzen. Natürlich wurde hier nicht bloß getanzt, hier gab es auch eine kleine Stärkung. Man soll ja nicht vom Fleisch fallen. Da mal gleich noch ein großes Dankeschön, denn auch ich bekam was ab. Yeah.
Frisch gestärkt ging es dann weiter. Ja, und da haben wir sie wieder, die gute alte Annemarie. Mit dem Mitsingen klappt ja auch. Auch hier hielt man sich ein bisschen länger auf. Man hatte ja noch Zeit. Irgendwann ging es dann aber auch von hier weiter. Yeah.
Hier ist Stimmung, hier bleibe ich. So gefällt mir das. Hier im Neubaugebiet wurde die Stimmung immer besser. Langsam war der richtige Pegel erreicht. Die Kamera läuft schon. Geil. Genau, ein Däumchen hoch wäre nicht schlecht. Mal im Sitzen filmen und ein bisschen ausruhen. Nach der ganzen Rennerei tut das auch mal gut. Außerdem hat man so eine gute Aussicht.
Bei der Feuerwehr war dann die vorletzte Station. Hier konnte man nochmal den Brand löschen. Aber ich denke mal, das wurde bereits gemacht. An dieser Stelle auch gleich einen Gruß an die Jugendschiffin. Wenn bei euch mal wieder was ist, immer schön Bescheid sagen. Aufnahme. Aufnahme läuft. So, hier sind wir jetzt bei der letzten Station, bevor es wieder zurück in die Gaststätte geht. Allerdings fand auch in Döbrig kein öffentlicher Fastnachtstanz statt. Die Jugend ließ da aber dann den Abend ausklingen. Ganz so weit sind wir aber noch nicht, ein paar Minuten haben wir noch. Hey, ich will auch noch durch. Mittlerweile war es dunkel geworden und ich musste mein Kameralicht rausholen. Im Dunkeln ist nun mal schlecht mit Film. Aber bis zur Gaststätte war es ja nicht mehr weit. Ja, mit 40 Minuten war das ein ziemlich langes Video. Mich würde mal interessieren, wer bis hierhin durchgehalten hat. Einfach mal in den Kommentaren bemerkbar machen. Ja.
Hier haben wir jetzt den Einmarsch ins Sportlerheim. Da ging noch mal richtig die Post ab. Genau, erstmal rauf auf die Tische. Was nun los? Stromausfall? Bloß gut, ich hatte mein Kameralicht an. Sonst wären hier alle von den Tischen gefallen. Ah, geht ja wieder. So, das war's dann auch schon gewesen. An dieser Stelle nochmal mein Dank an die Jugend von Döbrig. Nächste Woche kommt dann das Video von der Fastnacht in Schmokow. Unbedingt reinschauen, viel kommt dann nicht mehr. Ich sage dir mal Tschüss und danke, dass ihr dabei wart. Bye.